hier ist Anja und wir spielen heute Bed Wars zu dritt und natürlich mit unserem vierten Kumpel Rantapallo. Rantapallo! Bekannter Hallo. Bed Wars Profi ist, mit dem wir jetzt hier teamen. Ist irgendein Random. Flo, ich erstmal zu dir, Insel, nicht zur Mitte. Okay, ja, also ja. Ich will. Ich bin Profi, vertrau mir, ich spiele das täglich. 12 Mal. Ich spiele das täglich. 12 Stunden also, am Tag. Ich baue mich rüber zu Rantapallo den Diamanten, alles klar? Nein! Okay. Rantapallo! Unser Team hat uns verlassen. Kannst du mir vielleicht ein paar, dann später in die Mitte gehen, Flo, und mir ein paar Dinge. Wieso sind die so schnell in der Mitte? Man kann ja nicht schneller das andere. Doch, man kann fast bridgen. Das Hä? Ist dann so. Was ist denn fast bridgen? Ich kann auch supen, aber das bringt mir auch nichts. Scheinbar. Flo, du hast den direkt eine. Flo, weißt du, so macht man das nicht. So baut man sich nicht rüber. Das ist einfach der allergrößte Anfängerfehler, den man machen kann. Wie baut man sich denn nicht rüber? Ja, so wie Flo gemacht hat. Guck mal, der hat dich einfach straight up rüber gebaut. Hey, aber man baut nicht. Sich immer so ein bisschen höher, damit die Leute nicht einfach direkt rübergehen können und unseren Steg, ich den Flo gemacht verwirrt. Hat, als Wieso baut man sich ein bisschen höher? Na, damit die nicht direkt auf die Brücke draufspringen können und rüberlaufen können. Du machst hier so eine Treppe nach oben, dann springst du. Ja, das haben die anderen auch gemacht. Jeder hat das gemacht, sonst kommt man nicht schnell in die Mitte. Ich mache hier einen soliden Weg, nur dass ihr das wisst, damit wir nicht Ach, klar, fallen. Doch nicht alle Sachen! Ich muss unser Bett einbauen, du Depp! Hä, das ist doch schon eingebaut. Es gibt gewisse Spannungen gerade. Nicht wundern. Ihr müsst wissen, Flo ist ein absoluter Bad Wars Noob. Ich bin aber auch bin ich Bad nicht? Wars Noob. Ja, aber du bist ja auch dementsprechend nicht so dingensens. Ja klar, Flo. Ja, dann sag mir mal. Ich brauch mehr rote Wolle. Ah? Ich würde eher runterspringen, damit die Gegner meine Tiers nicht kriegen. Wenn die dich dabei sind, dich zu töten und. Komm klar. Aber die Grünen haben sich schon zu den Diamanten rübergebaut übrigens. Die Grünen waren nämlich irgendwie schneller als ich aus Gründen. Aber die gute Nachricht ist. Pass auf, Feuerball! Oh nein! Pump spielt Bad Wars. Oh mein Gott! Guck, das kriegst du hin, Okay, nice. Was haben die denn da jetzt gemacht? Ja, es gibt Feuerbälle, die kannst du werfen, damit kannst du so. Die Grünen sind an meiner Diamantinsel. Ich hab die ganze Zeit schon verbracht, den Weg zu bauen. Ronja, geh rüber, baut hier. Nein, wollte ich rechts rüber. Gabe hat sich noch nicht rüber gebaut. Geh denn rechts rüber? Hier drüben. Aber ich hab so lange schon jetzt dran gearbeitet. Ronja, weißt du, wie du das machst? Guck mal, stell dich so hin, dass du mit dem am Rand des Blocks bist und dann machst du so, dass du immer Rechtsklick machen kannst, sodass du also Rechtsklick gedrückt halten kannst. Weißt du, was ich meine? Okay. Weißt du, was ich meine? Das ist immer so, Ihr macht euren Dings komplett falsch. Ja, was ist komplett falsch? Und was ist jetzt Fast Bridgen? Fast Bridgen ist, wenn du, wenn du halt schnell Blöcke so sozusagen platzieren kannst, dass du, dich sneakst. Wenn du wo sneakst, du nicht bist sneakst, ja langsam. Wo du einfach, okay. Ja, wo du sneakst nur ganz kurz. Aber das ist doch voll gefährlich. Aber, ja, ich weiß, das ist, aber das ist ja auch das Pro-like daran. Ah, richtig. Huch. Tops, bist du Bad Wars Profi? E-Sport? Ja, E-Sport. Also, ich hab schon überlegt, ob ich mein eigenes E-Sports-Team aufmache. So, gute Nachrichten. Ich hab mich zu den Dias rübergebaut. Ich hab jetzt schon 8 Stück. Nice. Ja, komm her, dann upgrade mal die Ressourcenproduktion. Sicherlich. Warte. Aber das ist auch gefährlich, weil der Weg hier jetzt so schmal ist, ne? Was habt ihr denn da jetzt gebaut? Ja, was zur Hölle? Warum baust du denn da jetzt so einen halben Parcours? Das ist zur Sicherheit. Das ist idiotisch. Das ist sicher. Das ist idiotisch. Das ist nicht, Schubs. Denkst du, die Gegner, die schaffen das? Denkst du nicht, dass die Gegner das einfach abbauen mit der Schere? Ich tu mal ein bisschen Gold in die Kiste rein. Okay, dann ich mach noch mal meine restlichen Diamanten. Wir brauchen noch 4 Dias, dann können wir die nächste Stufe von Ressourcen machen. Da setze ich mich jetzt dran. Mach das. Flo, hast du jetzt endlich mal Flo, bitte hör auf mit so einem Kack und hol dir endlich Smaragde. Das ist das Dümmste, was du machen kannst. Sinker, das ist ein Gegner in der Mitte und die haben bessere Sachen. Ja, dann geh doch einfach hin und klatsch die. Die haben bessere Sachen. Ja, du kannst aber trotzdem schnell. Und du hast alle meine Sachen geklaut, also kann ich mir nichts kaufen. Ja, dann komm her und hol dir einfach ein paar Sachen. Ist ja nicht so, dass das immer wieder spawnt. So bist du echt toxisch. Nee, ich verstehe nicht, warum du diese komische Parcoursbrücke da in der Mitte Okay, also baust. Ich erklär's dir mal. Es ist zur Sicherheit. Time. Das ist Waste of Nein, Time. Du. Wieso ist das sicher? Ich fall da runter. Ja, guck, nein, das ist ja nein, genau nein, das, worauf nein, nein, nein. Weißt du, was das Gegner Problem ist? Dann auch die nicht. Gegner schaffen das. Ich bin, glaube ich, die einzige Person, die du damit tatsächlich aktiv handicapst. Weil die anderen Leute sind Leute, die spielen die ganze Zeit Bad Wars, die machen nichts anderes. Kann ich dein Handicap einfach Konter? Weißt du, was ich mache? Tut! Stell dir vor, du spielst Bad Wars ernst. Ja. Heißt das so? Hör doch auf, Tob, warum griffst du mich? Griff dich nicht? Okay, wisst ihr was? Wir haben jetzt das nächste Ressourcenproduktions-, was auch immer, Upgrade. Während ihr da eure komische Brücke Flo baut schon wieder ab. Weißt du? Flo, das hier ist nicht Masterbildes.
und es gibt nicht sichere Sachen. Oh nice, Tops hat jemanden gekillt. Ich hab vorhin auch schon jemanden gekillt, aber das sagt keiner. Das habe ich nicht gesehen, es tut mir leid. Okay, wir haben jetzt plus 100% Ressourcen. Wollen wir Smaragde erschaffen? Verdammt. Ja, mach. Aber das kostet 12. Das kostet 12 Dias. Ich weiß, das ist genau das, was wir machen müssen. Okay, alles klar. Wollen wir erstmal, weil wir brauchen ja wahrscheinlich. Oh, die gelben pushen! Oh mein Gott. Zu uns? Guck, der Typ hier. Die gelben sind gar nicht da. Ja, guck, der grüne Typ, der kommt jetzt nicht hinterher, weil ich gehe meinen gelben Parcours ab. Der gelbe auch nicht. Alles klar. Das freut mich. Guck, und die sind beide aus der Welt gefallen, die grüne und der gelbe. Du bist auch aus der Welt gefallen, du Vollidiot. Ja, weil ich gucken wollte, Dings, aber ich hatte keine Sachen. Es ist ja nur, um die Gegner abzuhalten. Ja. Das sind beide aus der... Also meins hat schon 2 Kills. Ich weiß nicht, wie viele eure Fallen haben. Ich hab irgendeinen einfach gekillt, weil Fallen. Ich drauf losgelaufen. Flo, du bist so einfach so inkompetent. Weißt du, wie sind wir hier denn zur Mitte? Wir müssen auch... Ich kann doch einfach das Spiel verlassen, Tops. Ja, Flo, tut mir leid, aber... Unser anderer Randy hat schon das Spiel verlassen. Ronja, hast du noch ein paar Dings am Muster? Was? Oder... Flo, ich hab in der 3 Küche Dias. Okay. Oh, der Gelbe hat sich jetzt hier aber auch rübergebaut. Ja, ist in Ordnung. Die Gelben rush ich jetzt, oder? Okay, ich würde auch... Weil, sollen wir... Komm mal her, weil dann rushen wir die zusammen. Ja, aber komm erstmal zurück. Soll ich zuerst die Dias zurückbringen? Ja, bring jetzt die Dias zurück und dann guck in die Kiste. Da habe ich nämlich. Ach, Flo, hast du da jetzt ernsthaft. Ich hab ein Eisenschwert. Flo, warum? Ich brauche Ausrüstung. Ja, aber du hast das. Du brauchst 12 Gold, damit du die Eisenrüstung holen kannst, damit du die permanent hast. Nö, ich hab mir einen Bogen geholt. Das ist so dumm und useless. Okay. Du bist dumm und useless. Oh nein. Also, permanente Eisenrüstung wollen wir. Obviously. Tut mir leid, Flo, aber du bist einfach nur useless. Da hast du so, Eisenrüstung 12 dann Gold. Dann bin ich ärgerlich, das freut mich dann. Ja. Oh, habt ihr so einen Hass aufeinander? Weil Tobi mich die ganze Zeit beleidigt! Bitte vertragt euch! Nee, weil Flo einfach keine... Bitte seid lieb zueinander. Tobi, stell dir einfach vor, du spielst Bad Wars privat. Ich hätte gerne die dauerhafte Eisenrüstung, aber Flo klaut die ganze Zeit das Gold. Tue ich nicht, ich kann dir Gold abgeben, wenn du fragst. Ich hätte gerne Gold, danke. Ich brauch ja, mehr aber Gold. Ich hab nicht so viel. Ich brauch noch ein Gold. Oh, nice! Ich hab mich einfach reingebaut. Hast du die Geld? Was kann ich mir für Eisen alles kaufen, was gut ist? Holz. Okay, dauerhafte Eisenrüstung. Träumchen. Das heißt jetzt, die Gelben hast du schon. Oh, ich hab was richtig Geiles, was ich einbauen kann. Ich geh mal jetzt zu den Gelben ins Lager und mach hier Rabatz. Ah, ich bin gerade mit 30 Gold gestorben. Oh mein Gott, das sind 2. Ich bin gestorben. Wieso haben die denn Feuerbälle? Aber die gute Nachricht ist, irgendjemand... Tops hat Shadow King gekillt. Und, oh mein Gott, Tops, du killst einfach alle gerade. Warte, guck, was ich eingebaut habe. Jetzt hast du in dem Sinne kein Risiko mehr. Aber was ist, wenn ich zurück will? Ja, dann... Flo, ich hab Risiko! Warum? Banja. Ich hab versucht, in die Mitte zu gehen. Das ist einfach aber dann bin ich runtergefallen. Hey, nimm doch den Diamantweg. Welchen Diamantweg? Ja, aber der war das dann... Das ist die Gegner müssen eh zu uns kommen, von daher. Tobs pusht die. Wir wollen doch. Ich will auch pushen. Ihr habt doch den Weg zu den Gegnern. Ich will aber auch pushen. Ja, warte. Ich mach uns mal ein bisschen. Ich mach uns mal Schärfe auf unsere Schwerter drauf. Okay, Träumchen. Oh, nice. Okay, warte mal. Ich hol mir jetzt erstmal. Soll ich pushen oder soll ich Sachen bringen? Gelb ist komplett dezimiert worden. Gibt's permanente Schwerter? Oder verliert man die immer? Nee, du verlierst die immer. Deswegen würde ich dir empfehlen, guck, dass du dir bei diesen Abbauwerkzeugen, dass du dir die Axt auf maximal upgradest. Weil Axt? Wenn du stirbst, dann Axt auf maximal upgraden. Und dann, weil das Ding ist, die, ich hab die Axt noch nie benutzt. Ja, dann geht dir aber, das ist fast genauso stark wie das Schwert, aber die, downgradet sich nur. Das heißt, du kannst die dann nachher wieder upgraden. Okay, wie upgrade ich die auf maximal? Einfach mehrmals kaufen. Warte, wie geht das? Ist das Nagel? Nice, ich hab einen gekillt. Hä? Nee, bei Werkzeuge. Bei Werkzeuge, ja. Und dann kannst du. Du kannst dich dann immer die Kosten okay. Halt immer, ich habe jetzt Effizienz 3. Ja. Also Diamant-Axt. Ja. So, ich gehe jetzt. Ich gehe jetzt nicht nochmal den komischen Weg. Ich baue jetzt eine Mauer, sodass Grün nicht mehr rüberkommt. Okay. Sind die Gelben jetzt alle schon tot? Ja. Das finde ich gut, weil dann contestet auch niemand unsere Dias. Weil das war ja nur die Gelben und wir. Ich überlege gerade, wie kommen wir denn jetzt. Wen müssen wir denn noch töten? Die Blauen. Hä, was mit Blauen? So. Dann haben wir nämlich da lebt nur noch einer. Das heißt, wir müssen jetzt nur noch das. Okay. Blau hat auch ein Parcours. Das grüne Bett abbauen. Die rechnen nicht damit, dass ich komme. Der Parcoursmeister. Oh, weia. Oh, du bist der blöde Parcours. Oh, ich überlebe den Bot. Uff.
Also, Aimbot mit dem Dings, mit dem Kopf. Was gibt's denn noch für Upgrades, die wir machen müssen? Upgrades, dass wir Ressourcen produzieren. Dass wir Schärfe oder Ressourcen? Wenn wir Schärfe 1 kriegen? Nee, hab ich schon. Ah, nee, hast du schon? Okay, okay. Das heißt, mach eine Falle. Wie macht man denn eine Falle? Ganz recht, bei diesen Upgrades. Falle. Ja, und dann macht man It's a Trap. Dann kriegt der Gegner Slowness. Blindheit und Slowness. Ja. Und Mining Fatigue, wenn es noch geht. Warte. Also ich habe jetzt It's a Trap in die Warteschlange gesetzt. Und was? Mining Fatigue? Ja. Warte. Oh, das ist doch so dumm! Wo ist... Ach hier, das kostet 2 Dias. Guck, vom Push wie die Grünen. Hä? Weil wir die jetzt so wegschlagen. Okay, das ist auch in der Das passiert automatisch, oder? Soll ich noch eine dritte Falle kaufen? Nee, reich. Brauchen wir nicht. Das geht schon. Okay, wir pushen jetzt rüber. Der Blaue ist tot, es sind nur noch die Grünen. Okay, dann geht's auf... Flo, kannst du ein paar Smaragde gessern? Wir brauchen ein paar Smaragde. Ja, aber das sind keine. Ja, in der Mitte, die spawnen dann aber. Okay, also die einfach nur, wir brauchen unbedingt Smaragde. Upgrade doch auf Smaragdmine. Ja, aber dafür brauchen wir auch dementsprechend Dias. Buenos Dias. Es liegen ein paar in der Kiste, aber nicht genug. Oh, ich hab's geschafft. Ich hab Flo's merkwürdigen Parcours geschafft und ich sehe den Grünen. Das ist gut. Guck, ich hab doch alles noch ein bisschen gebaut. Oh, ich bin gestorben. Aber ich sehe jetzt erst, dass man das Leben von denen ja noch sieht. Mit wie viel Leben startet man? Oh mein Gott. Wie viel hat man am Anfang? Was meinst du, Herzen? Ja. Leben? 20. 20. Ich hab den auf 9 runtergehauen. Also immerhin, es wird besser, okay? Ich bin hier an einem, Projekt. Bieten die sich? Nö. Wirklich? Ich mach den Parcours nie wieder. Der Parcours beunruhigt mich. Ich bin auch fast gestorben. Der eine hat auch einen Feuerball auf mich geworfen. Hatte ich doppelte Angst. Ja, aber da kann ich nichts für. Ja, aber da habe ich mich besonders unsicher gefühlt auf deinem blöden Parcours. Weil das hat dann... Ja, das war nicht so schön. Tops. Ja, natürlich haben die... Die haben Obsidian, kein Wunder, dass die nur so low eingebaut haben. Was soll ich mir kaufen? Ich habe jetzt 10 Emeralds. Wir müssen gucken, dass wir jetzt wir Schnelligkeit im Haste. Hol euch doch einfach Enderperlen und Unsichtbarkeit, oder? Nein, das bringt ja nichts. Wir brauchen erstens Diamantspitzhacken. Wofür? Okay, Tops, erklär uns. Hä? Weil die verstehe ich auch nicht. Die haben mit Obsidian eingebaut. Mit Schwindelschmack. Ja, und braucht er länger. Ja, braucht ein bisschen sehr lange. Und wenn du das Ding ist, wenn du... Sprengs halt. Kannst du nicht, du Vollhonk. Obsidian, ja, die haben wir nicht von allen Seiten eingebaut. Doch. Was hat der denn? Die haben hier auch irgendwelche komischen Parcours gebaut. Ja, dann kauft doch auch Obsidian für uns. Dann können die auch bei uns nicht abbauen. Ja, aber das Bett wird ja so oder so irgendwann ab. Die werden sich ja jetzt rein vercampen. Aber das Ding, ja, die Wer sind denn jetzt die Bösen? Die Roten? Nee, die Grünen. Ich weiß nicht, was ich mir kaufen soll. Wie kommen wir denn zu den Grünen? Ich bin hier gerade auf einem alternativen Weg. Eisenspitzhacke ist, glaube ich, ganz gut. Ja. Okay. Also, ich mache mich jetzt hier auf zu den Grünen. Die werden es nicht kommen. Du brauchst 5 weitere. Ich bin gerade einen richtigen Umweg gerannt. Ich werde aber erstmal sagen, dass wir erstmal ganz viel Ressourcen sammeln, damit wir dann, Alles klar, ich hab 7 Dias. Hat jeder von euch eine Eisenrüstung? Flo, du hast doch keine Eisenrüstung, böse. Ja, ich hab keine Dias! Bei uns ist eine Falle ausgelöst! Komm, geh runter. Ja, what the heck? Nein, Alter, what the f... Was ist denn das jetzt? Ja. Bett zerstört, du bist nicht mehr wiederbelebt. Okay, jetzt müssen wir ruhig, jetzt müssen wir ganz ruhig bleiben. Oh nein, ich hab eine Falle ausgelöst. Ich sehe nichts, ich bin slow. Okay, einer ist down top. Oh mein Gott, die haben natürlich den Eisengolem, Alter. Das ist doch. Ich hab mich versteckt. Hä, warum pusht denn? Ja. Weil wir die Letzten sind. Weil wir die allerletzten sind. Ja, du hättest ja warten können einfach. Hä? Oh mein Gott, ich bin tot! Wir haben jetzt quasi verloren, könnte man sagen. Noch nicht, ich lebe noch. Ich lebe auch noch. Wir leben beide noch. Ja, aber das Ding ist, die werden mich jetzt... Der eine ist gerade runtergehüpft. Der sprengt gerade unsere Brücke. Echt? Ja. Aber das Problem ist, deren Bett steht ja noch. Das heißt, da kriegt man nicht wirklich was hin. Ja, weil selbst wenn wir die runter... Oh, wie kriegen wir denn das Bett tot von denen? Gehst du gerade den Umweg entlang? Ja, das Ding ist, wir könnten auch warten, bis jetzt die Betten nach einer Zeit, also nach einer gewissen Zeit vom Spiel... Der Grüne baut sich rüber zu uns. Ha! Ja, Tops, komm mal in gelbe Base! Es wäre am Anfang ganz praktisch gewesen, wenn du irgendwie, Wenn du irgendwie vorpusht, dann kannst du dein Item schnell einlagern und dann kannst du sterben. Das ist so eine Endertruhe, so eine tragbare. Die hier vorne sind.
Geht ihr jetzt noch auf Ressourcen? Okay, die Grünen kommen beide in die Mitte. Flo, komm zurück. Da kommen jetzt zwei, Flo. Zwei. Flo ist Rip, glaube ich, oder? Ich glaube auch. Oder? Nee, wo ist Flo? Doch, Flo. Wo ist Flo? Keine Ahnung, wo Flo ist. Haha! Warte, hier oben sind noch mehr Smaragde, Leute, das wusste ich gar nicht. Es sind gerade richtig viele von denen. Hey, woher sieht ihr mich denn? Die spielen zu zweit. Lost your Invisibility. Okay. Okay, warte mal, die haben noch drei. Tops, kannst du gegen drei Leute... Hier oben sitzen zwei gerade drin im Häuschen. Ah. Warte, die sind durchgelaufen. Nice, okay, zwei noch, dann hast du's. Killing. Ihr kennt ihr... Das Ding ist, die müssen das Bett abgebaut bekommen haben und so. Und oh das ja, das stimmt. Sind ich im Kugelass? Ja, wahrscheinlich! Ich sehe nichts. Ich sehe nicht mal, wo du bist. Ich bin bei Blau. Ah, okay. Da kommt noch einer, Tops. Oh, Tops, ja! die machen Stress. Tops, die, Ach, du Kacke, die sind, glaube ich, nicht so zwei lieb. Herzen. Drei. Aber die respawnen, das bringt doch alles nichts. Vier, guck mal. Das läuft. So. Jetzt ja. Sneak dich bei denen rein. Keines ist runtergefallen. Und bau einfach deren Bett ab, okay? Das ist ganz einfach. Das ist wirklich ein einfaches Konzept. Bau einfach deren Bett ab. Was soll schon passieren? Bau einfach deren Bett ab, oder? Ja. Flo, was würdest du sagen? Was soll Chops machen? Ich spring aber runter. Tschüss, endet. Weißt du, bevor nee, sie dich töten, Chops, töte dich lieber selbst. Gib ihnen nicht die. Gib ihnen nicht die Erfahrungspunkte. Das war's dann auch mit dieser Folge Bad Wars. Wir haben 440 Bad Wars Erfahrungen gesammelt und ich bin Level 2. Ja! Yay! Felix, yeah. Wenn euch die Folge gefallen hat und ihr mehr Bad Wars sehen möchtet, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und ansonsten macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao! Pudding.